Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinen Energiebotschaften für die nächsten 10 bis 14 Tage. Wer kommt, was kommt auf dich zu? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Die Jungfrau, Energiebotschaften bitte. Etwas hält dich ein bisschen in Unruhe. Viele Fragen schwirren in deinen Gedanken umher. Du siehst etwas nicht klar und es fuchst dich ein bisschen. Konzentrationsprobleme. Ja, du denkst über eine Person aus deiner Vergangenheit nach, beziehungsweise eine Person, mit der du eine, ja, sehr intensive Verbindung hast. Gut möglich, dass es sich ja um eine Freundschaft aus der Vergangenheit handelt, eine Verbindung zu einem Elternteil. Die Antworten sind in dir, liebe Jungfrau. Ja, etwas verstimmt dich. Du denkst sehr, sehr viel nach über eine Person aus deiner Vergangenheit, mit der dich ja eine lange Vergangenheit verbindet. Es ist, als würdest du dich selbst mit Vorwürfen fast schon strafen. Es ist, als würdest du dir selbst sagen, so, ich muss mich entscheiden, was will ich? Einerseits glaubst du dann an das Schicksal für das, was geschehen ist, das, was dich beschäftigt, wo du nicht klar siehst und sagst, gut, ich nehme die Situation so an für die, wie sie ist, für das, was sie ist. Doch andererseits denkst du dir, nein, ich kann das so nicht stehen lassen. Und nachdem dein Fokus auf diese Person, auf deiner Vergangenheit so stark und prägnant jetzt sein wird, kommen natürlich die Konzentrationsprobleme. Der Fokus ist nicht da auf das, was eigentlich jetzt das Wesentliche wäre bei dir. Es ist eine Person, mit der du wahnsinnig gute Zeiten hattest. Es ist, als hätte sich diese Person vielleicht zurückgezogen. Ja, es ist fast schon ein bisschen so Trauer und dass du dir denkst, so schade, dass irgendwas sich, ein Wunsch irgendwie nicht erfüllt hat. Gut möglich, dass es sich um ein Wasserzeichen oder ein Luftzeichen handelt. Ja, du siehst absolut nicht klar und du möchtest dem auf den Grund gehen. Du wirst, liebe Jungfrau, so lange keine Ruhe geben, bis du die Antworten hast. Du planst, strategierst, Taktik wird verändert. Du, ja, es ist wirklich, dein Ehrgeiz wird wahnsinnig entfacht. Du möchtest eine Lösung für die Situation mit einer Person aus deiner Vergangenheit. Du überlegst und überlegst und überlegst. Doch, liebe Jungfrau, denk dran, dein Alltag, dein Jetzt, dein Hier und Jetzt braucht den Fokus. Deine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und kreisen. Und du denkst auch darüber nach, warum die Situation so ist, wie sie ist. Das ist wirklich wahnsinnig. Also du beschäftigst dich mit allem anderen, als mit dem du dich beschäftigen solltest. Ja, dein nächster Plan ist finanzielle Stabilität, Unabhängigkeit, um dieser Person begegnen zu können. Unabhängigkeit, auch gut möglich, dass ein
Umzug stattfinden wird, dass du ein neues Haus, eine neue Wohnung beziehst. Und ja, definitiv, du suchst nach den richtigen Worten, um eine Liebeserklärung abzugeben, beziehungsweise Worte zu finden, die richtigen Worte zu finden, um auf diese Person zuzugehen. Du suchst nach einer Lösung. Du stellst dich deinen eigenen Gefühlen. Doch wisse, diese Person ist eine sehr, sehr reife Person. Diese Person akzeptiert nichts, was so nicht Hand und Fuß hat. So nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Noch eine Karte, bitte. Ja, du machst dich auf. Sei es wirklich physisch, um an die Haustür dieser Person zu klopfen. Du suchst nach Auswegen, Umwegen, Abkürzungen, um auf diese Person zuzugehen. Du möchtest den Kelch der Liebe überreichen. Kann auch schlichtweg einfach nur eine Versöhnung sein. Bitte wende es an, wie es auf dich zutrifft, doch du bist bereit, den ersten Schritt zu tun. Schauen wir, was die himmlischen Helfer für eine Botschaft für dich haben. Die kam sofort. In naher Zukunft wird sich dir alles erschließen. Du wirst die Antworten bekommen, die du schon so lange suchst oder diese Woche mit Nachdruck versuchst zu finden. Alles wird gut. Ja, schau her, in naher Zukunft, in den kommenden Wochen, liebe Jungfrau. Lass los, lass los, lass die Kontrolle los. Alles kommt so, wie es kommen muss. In diesem Sinne, liebe Jungfrau, alles Gute auf deinem Weg. Sei aufs Höchste gesegnet und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Ciao.